was gesehen. Wir sind jetzt im erweiterten Rodewald. Tja, es geht um Roddy, um wen sonst? Ein Jahr ist es nun her. Ja, ein Jahr ist es her, wo ich genau am 23.01.2019 mit Dr. Krüger, Dr. Frank Krüger vom Umweltministerium telefoniert habe und ihm gesagt habe, treffen Sie die richtige Entscheidung. Und er antwortete, ich kann die richtige leider nicht treffen. Ich musste so entscheiden. Da war mir noch gar nicht klar, dass er tatsächlich schon die Abschussgenehmigung meinte. Denn Herr Lies ist ja bekanntlich, ähnlich wie die Jäger, nicht gerade der Mutigste. Völlig verunsichert sucht er immer die Lobhuldung von anderen. Und er hat sich dementsprechend auch nicht getraut gehabt, damals zu sagen, dass er die schon genehmigt hatte, den Abschuss. Sondern erst im Zuge des Kielwassers vom Umweltminister aus Schleswig-Holstein, der am 31.09.24 den Junior aus Dänemark zum Abschuss hat freigegeben. Da hat er sich dann getraut, das auch öffentlich zu sagen. Ja, schwer enttäuscht bin ich von Dr. Krüger, weil der braucht nur noch irgendwie 2-3 Jahre bis zur Rente. Er hat dem damaligen grünen Umweltminister Stefan Wenzel immer sehr, sehr gut beiseite gestanden. Wie sich jemand so verbiegen kann, wie er das jetzt gemacht hat, kann ich überhaupt nicht verstehen, weil er ganz genau weiß, dass das alles falsch ist, was da passiert. Denn er kennt sich bestens aus. Genauso übrigens Konstantin Knorr vom Wolfsbüro. Ich muss einfach jetzt mal die Namen nennen. Auch da die Vergabe des Leiterpostens im Wolfsbüro ist natürlich auch nicht mit rechten Dingen zugegangen. Die Stelle war ausgeschrieben, aber es war natürlich von vornherein klar, dass dass ein Vasalle von Lies bekommt den Posten. Das ist auch ein Skandal, jagt eigentlich den nächsten. Wir sind locker bei über 200.000 Euro, eher 300.000 Euro für die Jagd. Und keiner sagt was und die Risse sind zurückgegangen. Im Gegenteil, bei den aktuellen Interviews hat Lies sogar gesagt, dass der Rodewald-Rüde nach der Abschussgenehmigung gerade mal 2-mal Schafe gerissen hat. Einmal waren die nicht mal geschützt und ein Kalb. 3-mal konnte man ihm nachweisen seitdem. Es ist ein Skandal ohnegleichens, dass er Monat für Monat die Abschussgenehmigung verlängert. Insgesamt liegen die Risse bei 10, vielleicht 12, die möglicherweise von den Wölfen sind. Das kann durchaus sein. Der Junior ist ja jetzt auch, wird jetzt 2 Jahre alt. Ob er jetzt aktuell dabei ist, wissen wir nicht. Also das letzte Mal im Dezember waren sie noch alle 8 zusammen. Das sind noch nicht 11, sondern nur 8. Ein weiterer Skandal ist das Verhalten von dem CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Frank Schmiedeke, hauptberuflich bei der Landwirtschaftskammer. Er tut alles dafür, um den Jägern zu suggerieren, dass er großen Anteil daran hat, dass das Bundesnaturschutzgesetz geändert wird, dass man nicht mehr das einzelne Individuum jagen kann, sondern im Zweifel die ganze Gruppe. Der Skandal dabei ist, dass er überhaupt nichts dafür tut, dass die Fördergelder, die Förderanträge bearbeitet werden und die 95%, die mittlerweile wirklich so gut drauf sind, dass sie schützen möchten, dass sie verstanden haben, wenn ich schon einen 20 Jahre haltenden Zaun vom Staat bezahlt kriege und Berge und Konsorten das um uns aufbauen, dann machen wir das. Und das ist echt gut so, Leute. Das ist echt top. Der Skandal ist einfach, dass Lies und Schmiedeke sich natürlich erhoffen, wenn sie diese Förderanträge nicht bearbeiten, dass sie dann, dass es noch mehr Risse gibt. Nur wie das eben so ist im Wolfsleben, wenn die Wölfe älter werden, reißen sie einfach auch nicht mehr so viel Weidetiere, sondern sie werden immer vorsichtiger und vorsichtiger. Und wenn man Roddy mal so beobachtet, der ist ständig am Abscannen der Umgebung, was an Geräuschen da ist, die er nicht kennt, ob er dann wie er sich verhalten muss, ob er dann Alarm blasen muss, dass sie sich verdrücken. Das ist eigentlich super. Und es ist super, dass er eben so gut wie überhaupt keine Risse mehr hatte. Wir haben in Niedersachsen, ich sag nur mal ein paar Namen, Amt Neuhaus, Kloppenburg. Wir haben einige Gebiete, wo die Leute irgendwie überhaupt nicht bereit sind zu schützen. Und da kommt es immer wieder zu Übergriffen. Es sind natürlich auch junge Wölfe, die, das ist normal, ist das so. Und es gibt natürlich immer so 2, 3 einzelne Schäfer, die partout nicht wollen. Das sind Problemschäfer wie Matthias Müller. Den muss ich ganz klar mal benennen. Also da stimmt die Erdung einfach nicht. Da nützt es auch nichts, wenn er einen 20er Zaun hat. Es ist einfach nur ätzend. Und ich freue mich natürlich, dass wir jetzt ein Jahr weit gekommen sind. Aber ich warte inständig darauf, dass das Verwaltungsgericht eine Entscheidung trifft.
Aber es ist auch da nicht so einfach. Die haben ja im Eilverfahren dem Minister recht gegeben, weil sie einfach gar nicht wussten, was Sache ist. Man kann nicht in 2-3 Stunden Wolf lernen und Herdenschutz und alles. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt haben sie aber gesehen, dass das wissenschaftlich völlig unbegründet ist. Es gibt nirgends irgendjemand, der behauptet, dass Rinder sich schützen, weil noch nicht mal Bisons und Elche sich schützen können. Das ist also das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Es ist genauso eine Lüge, wie Olaf Lies gefragt worden ist mit der kleinen Anfrage der Grünen, ob ein Berufsjäger unterwegs ist. Und da haben die allen ernstes Nein gesagt. Ja, was ist denn der südeuropäische Trapper denn sonst, wenn er kein Berufsjäger ist? Natürlich ist das ein Berufsjäger. Trapper sind immer Berufsjäger. Das ist ein Skandal, jagt den Nächsten. Und das Allerschlimmste ist, dass die Medien einfach nur den Politikern nach Mund reden und dass sie überhaupt nicht unsere Stimme mal nach außen lassen. Das ist ja schon ein Wunder, dass sie geschrieben haben und das gebracht haben, dass Roddy in 2019 nach der Abschlussgenehmigung nur dreimal nachgewiesen worden ist. Es ist einfach abartig. Und wenn man bedenkt, dass das jetzt 8 Wölfe sind und letztes Jahr höchstens 5, wahrscheinlich sogar nur 4, dann muss man doch mal ganz klar festhalten, das Wolfsrudel hat sich prima positiv entwickelt und es gibt überhaupt keinen Grund. Das Wolfsrudel ist komplett normal. Und es ist auch dieser Unsinn, dass die Kinder vom Vater lernen. Das hat er selbst im Juli, August gesagt. Da sind die Kinder überhaupt nicht mit bei der Jagd, weil sie viel zu klein sind. Weil ihr Gebiss noch Babyzähne hat, Milchzähne. Ich kann mich wirklich total aufregen über so viel nicht wissenschaftlicher Blödsinn. Und darin sind natürlich auch Dr. Krüger und Konstantin Knorr massiv beteiligt, weil sie sind die Fachleute. Sie müssen dem Minister entgegentreten und sagen, Herr Minister, das geht so nicht. Und wenn jemand nur noch 2 Jahre bis zur Rente hat, dann finde ich das mehr als enttäuschend, wie man sich so verbiegen kann. Krüger, gehen Sie doch bitte einfach in Rente. Lassen Sie den Minister oder sagen Sie dem Minister die Meinung. Hören Sie auf, immer wieder zu verlängern. Es gibt überhaupt keinen Grund zu verlängern. Die Kalbsrisse, die da waren, die sind auch deswegen erfolgt, weil eben nicht geschützt worden ist. Es wird Schutz für Kälber gefördert. In der DBB Wolf, die beraten für die Landesämter und so weiter sind, steht ganz klar drin, wenn ein Wolf gelernt hat, Kälber und Rinder zu reißen, dann müssen die Rinder geschützt werden. Halten Sie sich daran, was wir im Staat hier verabredet haben. Hören Sie auf, auch den Jägern zu suggerieren, die dürfen ab Februar schießen, weil erstmal muss es am 14. Februar durch den Bundesrat gehen und dann müssen auch noch die Juristen des Bundespräsidenten das für okay halten. Wir wissen alle, das steht im Gesetz auf der Stirn geschrieben, dass es rechtswidrig ist, wie es Professor Dr. Köck vom Umweltinstitut Helmholtz so schön formuliert hat. Und von daher ist es einfach ganz klar so, dass es gar nicht dazu kommen wird, weil we shame you and we name you. Wir werden euch Jäger, jeden Einzelnen, der es wagt, einen Wolf zu schießen, den werden wir an den Pranger stellen. Das ist wirklich, das geht nicht anders, weil ihr würdet euch rechtswidrig verhalten. Die sachsen-anhaltinische Umweltministerin Professor Dr. Dalbert hat auch ganz klar gesagt, wir halten uns an das EU-Recht und das sagt was anderes aus, als was die Bundesregierung möchte. Und daran werdet ihr euch hier alle messen lassen müssen, in den Landkreisen, in den unteren Naturschutzbehörden. Es ist so wie als Wirtschaftsminister schon, da musste Lies hat Mist gebaut und hat dann seine Staatssekretärin und seinen Pressesprecher über die Wupper springen lassen. Genauso wird es jetzt mit dem Wolf passieren. Krüger und Knorr, die sind sowieso schon Geschichte, weil glaubt man ja nicht, dass irgendeiner freiwillig, es sei denn, man kann ihm bei der Vergabe was nachweisen und er muss dann die Verantwortung tragen. Lies muss zurücktreten. Das ist einfach so. Wer sich nicht an Wissenschaft hält, wir sie leben nicht mehr im Mittelalter. Umweltminister Lies von der SPD. Treten Sie zurück. Sie haben es versaut. Sie sind einfach unfähig an der ersten Front. Sie haben das gesamte Wolfsbüro, die Förderung, alles zum Erliegen gebracht. Es ist einfach eine Schande. Sie dienen nicht dem Staat und sie dienen nicht dem Bürger. Sie sind einfach nur egoistisch und gehen nach ihren eigenen Wünschen. Ich wünsche euch was. Trinkt einen schönen Shampoos heute. Wenigstens haben wir ein Jahr geschafft. In den nächsten 4 Wochen wird Roddy seine
Frau auch decken und dann werden wir wieder Welpen haben. Und egal, ob sie ihn schießen oder nicht, wir haben jetzt einen gewissen Prozentsatz an Wölfen hier und die werden immer hier bleiben, kapiert es. Die Weidetierhalter haben es verstanden. Ich verstehe nur nicht, warum die Politiker es nicht kapieren. Macht's hübsch. Bis dann. Ciao.